Hey und willkommen zu einer kleinen Runde City Skylines. Einem Spiel, in dem ich meine eigene Stadt aufbauen muss. Bewertet den Part, wenn ihr mehr sehen wollt. Viel Spaß! Meine allererste Aufgabe wird es sein, eine Straße zu bauen, die in meine Stadt führen wird. Und ich glaube, wir fangen einfach mal von hier aus an und arbeiten uns dann langsam vor. Geht das auch? Alter, das würde schon direkt gehen, oder was? Das ist nur wie teuer ist das denn? 16.000 Dollar? Ich habe insgesamt gerade mal 70.000. Ja, geil. Ja gut, dann fang jetzt an und baue erstmal eine kleine Straße. Weil mehr kann sich Manuel da nicht leisten. Zack. Das reicht jetzt erstmal und guckt euch das mal an. Es gibt hier nämlich noch was sehr Interessantes. Und zwar gibt es hier zufällige Katastrophen und ich habe die Frequenz davon auf Maximum gestellt, damit wir vielleicht noch in den ersten Parts, weiß ich nicht, einen fetten Kometen oder so sehen. Ich habe das Spiel auch schon mal vor einem Jahr oder so gespielt, ich kann da gerne mal was einblenden. Und dementsprechend weiß ich noch das ein oder andere. Also zuallererst sollte ich natürlich eine Straße bauen, mich dann um das Stromnetz kümmern und dafür brauchen wir jetzt erstmal eine Windturbine. Je nachdem, wo ich die aufstelle, wird auch mehr oder weniger Strom generiert. Hier zum Beispiel bekomme ich nur 5 MW. Hier oben 8. Und ich glaube, 8 ist auch das Maximum. Ja, gut. Dann stelle ich das hier hin. Und am besten direkt noch eins daneben. Ja, genau. Und dann brauche ich natürlich noch sowas wie eine Stromleitung, damit das Ganze auch zu den Häusern geht. So, das klappt schon mal sehr gut. Muss das einfach nur in dem Bereich sein? Muss das damit verbunden sein? So, dann ziehe ich das Ganze jetzt mal von da nach hier. Oh Gott. Ja. Das ist auch wieder ein bisschen teuer. Das reicht erstmal. Vielleicht das hier noch irgendwie ein bisschen verbinden. Das geht gar nicht. Ich denke mal, das reicht. Dann brauchen die Leute eventuell auch noch ein bisschen Wasser. Und da würde ich sagen, warte mal. Die Scheiße geht von da nach da. Das heißt, die Pumpe stelle ich am besten hier hin. Denn, Leute, das Ganze ist etwas realistischer. Wenn ich jetzt hier das Abwasser hinmachen würde, hier zum Beispiel, dann läuft die ganze Kacke von denen hier rein und landet dann nachher bei mir im Wasser. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen würde ich sagen, baue ich das jetzt einfach mal schön hier hinten in die Ecke. Zack. Das Ganze muss dann natürlich auch noch damit verbunden werden. Das machen wir jetzt am besten mal. Alter, wie teuer ist das denn? Hä? Alter. Junge. Ich werde arm. Egal, ich zieh's aber komplett rum. 5000 Dollar. Wie teuer. Och. Aber das Schöne ist, das Ganze wird jetzt hier in dem Gebiet verteilt. Ihr seht ja den Radius. Das heißt, das Ganze hier wird schon befeuert. So. Dann am besten direkt mal ein bisschen weiterziehen. Ich habe ja unendlich Geld, ne? Also ich glaube, ich bin gleich schon bankrott. Ja, komm. Das reicht erstmal. Der meckert gerade, dass er nicht angeschlossen ist oder was? Sekunde. Kurz mal starten für eine Sekunde. Obwohl, nee. Es gibt nämlich noch das hier. Denn das bedeutet, dass ich die Bereiche markieren kann, wo welche Leute hinziehen. Also zum Beispiel hier sollen die Leute wohnen. Da, genau. Hier dürft ihr hinziehen. Dann kommen hier ein paar Gewerbegebiete hin, also irgendwelche Läden. Und hier darf die Industrie sich breit machen. So, dann nehmen wir nochmal Gewerbegebiet. Ja. Sieht doch dufte aus, Alter, oder? Findet er nicht? Aber Sekunde, ich sollte vielleicht erstmal nochmal die Straße hier verbinden. So. Und so. Genau. Aber warum meckert der jetzt? Soll ich mal starten? Ist das okay? Habe ich jetzt Strom oder habe ich keinen Strom? Also da dreht sich auf jeden Fall alles. Ach, das Teil braucht ja auch noch Strom. Scheiße. Sekunde. Fuck, Alter. Schnell Strom was drüber. Bevor die meckern. Zack. Sorry. Reicht das? Ja, es reicht. Genau. Ah ja.
Das zeigt dann scheinbar nur an, dass es mit nichts verbunden wurde. Genau, aber da es blau leuchtet, habe ich Strom. Perfekt. Abwasser habe ich auch. Genau, da sind dann direkt zwei Leitungen. Einmal Abwasser und einmal Wasser. Dann muss ich jetzt eigentlich nur noch warten. Na, ich könnte aber schon... Ach, Wasser brauche ich ab... Ups, okay, sorry. War keine Absicht. Natürlich braucht das Wasser auch Strom. Scheiße. Das vergesse ich immer. Wisst ihr, das ist echt kritisch bei mir. Ja, ich baue erstmal die Straße weiter. Komm. Go. So. Das reicht. Strom weiterziehen. So, genau. Viel Spaß damit. Jetzt blinkt das Ganze wieder. Und klein Manual hat Strom. Ach ja, Leute, hallo. Seit heute gibt es wieder limitierte Autogrammkarten. Schaut euch die mal an. Die habe ich alle per Hand unterschrieben. War gar nicht anstrengend und hat auch gar nicht 2 Monate gedauert. Und das Geile ist, seit heute gibt's noch meinen Kopf und Puffy in 3D als Kissen für euer Bett, Alter. Oder wenn euch kalt ist, ihr ein Shirt, ein Hoodie oder irgendwas anderes haben wollt, einen Hut, dann gibt es jetzt auch auf glp.tv/shop einzigartige neue Designs von Rotze Akane gezeichnet. Die Links dazu befinden sich in der Videobeschreibung oder gebt einfach den Link ein, der hier steht. Ja, und ansonsten viel Spaß. So, Alter, genug der Werbung. Jetzt geht's hier weiter. Und je nachdem, welchen Bereich ich gerade angeklickt habe, sehe ich auch die Bedürfnisse von denen. Denn hier zum Beispiel seht ihr, ich habe gerade genug Wasser für die, genug Abwasser, genug Strom. Und je größer meine Stadt wird, desto mehr brauchen die natürlich. Und deswegen, ja, bin ich gerade scheinbar gut dabei. Bitte schließen Sie Ihre Stadt an einer Autobahn an. Kannst du mal die Fresse halten? Was soll das denn? Alter Vater. Ja komm. Machen wir so. Baue ich das jetzt einfach weiter. Am besten hier einmal so durch. Da, zack. Und kein Geld. Ja geil. Nice. Da muss ich wohl die Steuer ein bisschen erhöhen. Oder ein Darlehen nehmen. Oh, ein Darlehen kann ich noch nicht mal nehmen. Was? Ich brauche mehr Bevölkerung. Scheiße. Ach, scheiß Steuern kann ich auch nicht machen. Ach, Mann. Gut, dann warte ich erstmal, bis ein paar Leute hingezogen sind. Eventuell kann man dann die Bereiche auch noch mal ein bisschen mehr definieren. So, hier ein bisschen Gewerbe hin. Da wieder ein paar Mulluks hin. Das war doch... Warum hast du denn noch keinen Strom? Hä? Was? Leute? Ich habe was falsch gemacht? Warum ist das denn nicht... Auch weil ich die Straße durchgezogen habe? Ernsthaft, Manuel? Ach, komm. Ja, geil. Das war ein geiler Move. Muss ich schon sagen. Jetzt geht's euch wieder gut. Sorry nochmal. Oh, scheiße, ey. Da wäre es fast schief gegangen. So, das war Abwasser und hier war Wasser. Das heißt, hier könnte eigentlich nochmal das hin. Ja, obwohl, nee, komm. Komm. Weißt du, muss ich das jetzt echt erst entfernen? Hallo? Ernsthaft? Nee, so geht's nicht. Wie geht das denn? Ich hab grad echt keine Ahnung von dem Spiel. Ah, Rechtsklick. Okay. Gut, dann mache ich hier mal ein bisschen mehr Industrien. Zack. Hier kann dann wieder vielleicht irgendwie was anderes hin. Zum Beispiel ein paar Leute, die dann da am Arsch der Welt leben. So, gibt es hier sonst noch irgendwas, was ich machen kann? Ich glaube nicht. 200 Leute sind bei mir reingezogen. Geld habe ich nicht. Wasser ist in Ordnung. Strom ist in Ordnung. Das geht alles klar. Ach, guck mal, hier ziehen noch immer mehr Leute hin. Hallo. Na? Alles okay bei euch? Das sieht schon cool aus. Das ist schon echt ein schönes Spiel. Alter, was habt ihr denn da schon für Wohnungen errichtet? Okay. Dann beschleunige ich mal. Es leben 220 Leute bei mir. Ich warte einfach. 260, 290, 300, 320. Herzlichen Glückwunsch. Und Meilenstein, Alter, erreiche 360 Leute in deiner Bude. In deiner Stadt meine ich natürlich. So. Achso, da steht dann, was ich freischalte. Steuern! Ja! Ich kann euch alle abziehen. Sekunde. Schnell. Steuern. 9%, machen wir mal 10, genau, das kann ich dann auch für die jeweiligen Gebiete definieren. Für die Wohngebiete, für die Gewerbegebiete, für die Industrie
Und dann auch nochmal separat für die Leute, die ein bisschen mehr Geld haben. Die ein bisschen größer geworden sind. Aber das sehen wir dann später. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen Darlehen. Zack. Jetzt habe ich wieder 40.000 Dollar. Alter Vater. Das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Dann baue ich jetzt wieder ein bisschen weiter. Kurz mal ein bisschen schneller machen. Hey, was wollt ihr denn? Ach, Müll oder was? Oh Gott. Dann baue ich jetzt hier... Ich mache mir eine Rotzecke hin. Das ist so doof. Weil, als Beispiel. Die wohnen hier. Und dann meckern die, weil da eine Müllhalde nebenan ist. Macht ja auch Sinn. Oder ich pack das Industriegebiet direkt neben das Wohngebiet. Da meckern die, ey, ich will nicht, dass da scheiß Leute arbeiten. Ja, das ist alles sehr kritisch hier. Deswegen mache ich jetzt so. Und baue dann da die Müllhalde hin. So. Viel Spaß. Nicht genügend Arbeiter. Ach so, das war gar nicht die Müll. Ach, scheiße, egal. Das brauche ich trotzdem. Arbeiter bekommt ihr jetzt gleich, sobald da mal ein paar Leute hingezogen sind. Und dann freut ihr euch hoffentlich. Oh, was ist das denn? Zweispurige Einbahnstraße, ach so. Ah. Ja, komm. Ziehen wir das mal dahin. Dann nehme ich jetzt aber trotzdem das hier. Zieh das da erstmal hin. Damit das dann nicht mehr nervt. Genau. Das ist verbunden. Jetzt brauchen die natürlich wieder Strom, Wasser und so weiter und so fort. Bitte nur nicht rummeckern. Wasser habt ihr. Fehlt nur noch Strom. Der Bedarf geht immer weiter hoch. Ich kann auch noch ein Kohlekraftwerk bauen, aber wie ihr seht, die Verschmutzung wäre dabei höchstwahrscheinlich fatal. Ne, da habe ich auch echt keinen Bock drauf. Na komm, machen wir da noch eine Turbine hin. Das sollte das dann auch erstmal klären. Dann packe ich hier nochmal Strom hin. So, genau. Ziehe ich dann nochmal komplett hier lang, damit auch keiner heult. Obwohl, da lang ist schon wieder fast kritisch, ne? Machen wir mal so. Und dann so. Genau. Zack. Es funktioniert. Der Stromkreis steht. Perfekt. Dann definiere ich wieder weiter. Dann mache ich jetzt hier... Ja, aber warum habe ich den da jetzt? Ach, das ist so dumm. Sekunde. Industrie. Genau. Dann hier ruhig Gewerbe. Und dann einfach nur noch Wohnfläche. Einfach nur noch ganz stumpf Wohnfläche. Genau wie hier. Zieht hier hin, Leute. Das ziehe ich dann von hier aus weiter. Das kann man sogar noch ein bisschen ob die... Ah, nee, Sekunde. Das da unten ist der Strom. Oh, das ist gut. Kann ich das verbinden? Nee, soll ich vielleicht auch gar nicht. Und dann hier schön so ein Raster ziehen. Perfekt. Da muss ich sagen, das mache ich gerade super dufte, oder? Ich bin eigentlich gespannt, was ihr zu dem Video oder zu dem vielleicht Projekt sagen werdet. Ich glaube, hier könnte noch echt einiges passieren. Wassernetz ist da, Stromnetz ist auch fast da. Sollte ich eventuell nochmal hier erweitern. Hier dann nochmal eine Straße hinziehen. Tut mir leid. Das muss leider weggebaut werden, damit da wieder Platz ist. Und dann kann dazwischen eigentlich auch noch was. Man kann ja auch nachher nochmal alles abändern. Denn, oh, nicht genug Geld. Denn man muss schon sagen, nachher ist es erheblich einfacher, größere Gebäude aufzuziehen, weil man dann eine riesen Versorgung hat. Die Leute kennen die Stadt. Die haben ein bisschen Geld, die haben eine gute Arbeit. So, aber erstmal warten, bis ich ein bisschen Geld habe. Oder? Das erstmal so erziehen. Oh! Würdiges Dorf! Alter! Geil! Wie viel habe ich denn freigeschaltet? What the fuck? Ja, nice. Oh, das habe ich gar nicht darüber gezogen. Ups. Okay, dann weitere Wohngebiete aufstellen, damit die Leute hier Fettparty machen können. Wie sieht's mit dem Strom aus? Ja, schon wieder fast kritisch. Wasser, auch okay. Eine Heizung gibt's ja auch. Dann Gesundheitswesen, genau. Da sollte ich dann irgendwo meine Arztpraxis hinbauen. Das erhöht dann auch die Zufriedenheit der Leute. Am besten mal hier direkt hin. Ja, sie freuen sich alle. Das ist geil. Dann die Notfalldienste. Dafür habe ich aber nicht genug Geld. Dann gibt es hier auch noch so einen Tab für Katastrophenschutz. Ja, eine Einheit. Eine Notunterkunft. Oh, das wird lustig, ey. Das könnte aber auch so unfassbar frustrierend sein. Wenn ich dann einfach, ja, keine Ahnung, gerade am Aufbauen bin und plötzlich ein Komet kommt oder irgendwas anderes und alles wegballert.
Wird ein Spaß. Auf jeden Fall. Geringe Nachfrage nach Wohngebieten, Industrie, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ja, hier ziehen auch noch genug Leute hin. Ich bekomme Geld. Ich habe sogar schon wieder ein bisschen Geld. Ich kann auch eine Feuerwache erstellen. Ja, sollte ich vielleicht tun. Dann mache ich das mal direkt daneben. Ihr freut euch alle. Eine Polizei, vielleicht auch noch, wenn ich Geld bekomme. Ja, das wird geil, Alter. Das wird echt... Das wird der Brüller. Ja, winzige Kleinstadt. 1200 Leute. Hui. Alter, geil. Was kann ich jetzt Neues? Oh, ich kann Parks bauen und so. Oh, Strom. Was ist denn? Ach so. Nein. Ich habe einfach nicht genug, oder? Ja, fuck. Scheiße. Die Turbine, die besseren, kann ich noch nicht bauen. Dann muss ich jetzt leider Gottes sowas hier basteln. Sorry. Das miteinander verbinden. Und es werde Licht. Komm schon. Komm schon. Ja, ist wieder ein bisschen voller. Alter, what the fuck? Scheiße. Na komm. Noch ein. Wie teuer ist denn das? 6000, ja klar. Mist. Ich brauche ein Kohlekraftwerk. Fuck. Sekunde, wo ist denn hier Kohle? Habe ich überhaupt sowas wie Kohle? Boah, erzeugt starke Umweltverschmutzung. Ich will das nicht. Wasser ist okay? Ja, Wasser ist okay. Scheiße. Das finde ich gerade nicht so geil. Aber egal, wir bauen jetzt erstmal eine Schule, weil die da gerade voll drauf warten. Bringen wir einfach mal hier hin. So, alle freuen sich. Der Klassiker. Polizei. Ja. Nee, das reicht erstmal. Ach komm, weißt du was? Machen wir nochmal so. Oder hier hin irgendwie, geht das? Nee, scheiße. Ah, das würde gehen. Nice. So, ja, das reicht jetzt aber hoffentlich erstmal. Nachfrage steigt immer mehr nach Industriegebieten. Shit. Ja, verdammt. Industriegebiet. Ja, das mache ich dann hier hin. Ja, hier einfach mal eine Straße hinziehen. So. Vielleicht dann nochmal wieder das Stromnetz aufbauen, weil das da gerade vernichtet wurde von mir. Ach, geil. Nicht genug Geld, ach klar. Ach du Scheiße. Oh, jetzt aber. So, definieren. Zack. Viel Spaß damit. Jetzt habt ihr wieder was. Das ist meine Stadt. Bin gespannt, wie die sich noch entwickeln wird. Okay. Dann bewerte den Part. Wir sehen uns vielleicht bei einem zweiten Part wieder. Guckt in die Videobeschreibung, denn da gibt es tolle Autogrammkarten. Bis dann. Tschüss.